Guck dir mal dieses Rohr an. Damit verdrisch ich ihn. Und jetzt pass auf. Oh yes. Oh yes. Ach komm, was willst du mit dem kleinen Stängel? Guck mal dir diese Waffe an. Da, guck mal, sowas hast du noch nie gesehen. Ich bin ein echter heiliger Magier, spezialisiert auf Heiligschaden. Ach kommt, Kinder, ihr kennt euch wieder nicht in der Geschichte von Elden Ring aus. Das ist die größte Waffe. Schaut euch diese mächtige Attacke an. Schaut euch diese mickrigen Kreaturen an. Sie bekommen die volle Macht zu spüren. Die Waffe findest du ganz oben auf der Karte, hier im Heiligbaum. Wenn du den Weg noch nicht hast, dann schau dir das Video oben in der Infobox an. Dort erfährst du, wie du zum Heiligbaum hinkommst. Starte hier gleich beim ersten Punkt, dann rennst du hier einfach geradeaus, der Weg ist nicht weit. Spring hier runter. Erledige den Gegner und gehe hier einfach weiter. Und dann hier an dieser Stelle, wo das Loch ist, da springst du einfach runter. Und rennst am besten gleich nach vorne, damit dich die Ameisen nicht erwischen. Dann kannst du dich umdrehen und die Ameisen in Ruhe erledigen. Und wenn dir keiner mehr folgt, dann gehst du zu diesem Typi und erledigst ihn. Wie du siehst, trägt er schon die Waffe in der Hand. Wenn du ihn erledigst, dann droppt er die Waffe. Die Drop-Chance liegt bei 2% auf 100 Objektentdeckungen. Schau dir oben rechts in der Infobox das Video zum Silber-Skarabäus. Dieser steigert deine Objektentdeckung. Und das Video zur Silbertränenmaske. Diese steigert deine Arkanenergie um 8 Punkte. Und je mehr Arkanenergie du besitzt, desto höher die Objektentdeckung. Am Kanal findest du noch mehr als 1000 Videos zu Elden Ring.